Hallo meine Lieben, guten Abend, ich grüße euch. Es ist wieder Donnerstag, 18.30 Uhr, Zeit zum Töpfern. Schön, dass ihr mich gefunden habt, dass ihr wieder hier seid. Ja, heute geht es ums Glasieren und ums Vorbereiten zum Glasieren und ums Patinieren. Und ich möchte gerne so am Anfang euch mal so meine ganzen Glasuren zeigen, also immer nur ein Beispiel natürlich, was ich an Glasuren, Unterglasuren, Dekorfarben und sowas habe, um Licht ins Dunkel zu bringen. Was ist das eigentlich alles? Ich weiß noch, am Anfang war ich unglaublich verwirrt und wusste gar nicht, wie kann man was benutzen und was passt zueinander und aufeinander und übereinander und untereinander. Und habe da eine ganze Menge Ausschuss produziert, weil ich es einfach nicht wusste. Damit würde ich gerne heute anfangen. Fangen wir an mit dem hinteren jetzt. Das ist ein bisschen doof. Ich nehme es mal rüber. Das sind die Unterglasuren und Dekorfarben, die ich habe. So weit rüber. Ich glaube, ich muss es ein bisschen weiter rüber schieben insgesamt. So. Das sind also Unterglasuren, sagte ich schon. Also es kommt unter eine Glasur, wobei es auch nicht so ganz stimmt, weil manchmal malt man auch auf eine Glasur mit diesen Farben. Aber das ist ein Sonderfall. Also, was man alles unter die Glasuren packen kann, das sind jetzt Sachen, die keine Glasanteile haben oder nur ganz, ganz, ganz minimal. Die bleiben also auch nicht auf der Ofenplatte kleben. Also wenn man diese Unterglasuren auf dem Boden von einem Teil hat, dann kann man das auf die Ofenplatte stellen, ohne dass es festklebt. Das ist einmal ganz wichtig zu wissen. Und sie sind ja matt, sie haben also keine, schimmern nicht, das kann man hier so sehen. Ich habe hier, ich fange einfach mal an, Maiko-Unterglasuren, sind so kleine Pöttchen, damit kann man malen, die kann man unverdünnt auftragen. Man kann aber auch, um sie deckend zu haben, drei Schichten. Man kann aber auch damit mit Wasser verdünnt malen, also so wasserfarbenartig malen. Nicht ganz so wie Aquarell, aber so ein bisschen durchscheinend auf jeden Fall. Das kommt unter eine Glasur. Das kann man auf den geschrühten Scherben machen, also auf das einmal gebrannte. Man kann es aber auch auf das ungebrannte, lederharte oder auch getrocknete auf den Ton machen, also vorm Brennen. Dann haben wir hier Botz Uni Dekorfarben. Das ist auch so eine Art Unterglasur. Damit kann man auch, das ist im Prinzip dasselbe, man kann also auf den geschrühten Ton, auf den ungeschrühten Ton mit diesen Farben, und man sollte, damit es glänzt, eine transparente Glasur darunter machen. Dann haben wir hier von Botz Engobe. Ja, das ist, also ich bin nicht so der ganz große Chemiker und Experte. Ich weiß nur, dass das hier eigentlich gefärbter Ton ist, also flüssiger, gefärbter Ton. Irgendwelche anderen Zusätze werden bestimmt auch noch dabei sein, aber so vom Prinzip her ist es das. Und diese sollte man in der Regel, engoben sollte man auf den ungeschrühten Ton machen. Wobei Botz engoben auch zum Teil auf den geschrühten. Also so, das ist, glaube ich, immer so eine Sache. Manche engoben grundsätzlich, die haben wahrscheinlich noch irgendwelche Zusatzmittel. Manche engoben grundsätzlich, die kann man nicht auf den geschrühten, die würden dann nämlich abblättern. Aber bei dieser hier, bei diesen geht es. Es gibt dann noch von Botz die in den, nicht in den Fläschchen, die engoben, sondern in einer Dose, in so einer Dose. Und wenn man die zu dick drauf macht, dann platzen die ab. Also das, da muss man immer so ein bisschen ausprobieren. Grundsätzlich würde ich die nicht so dick drauf machen. Dann habe ich hier noch, ah ja, hier habe ich jetzt noch Farbkörper. Das ist ein Pulver. Das kann man einfach mit Wasser anrühren und auch auf einem Malen auf und dann eben auf dem Ton malen. Man kann aber Ton damit einfärben oder eben auch Tonschlicker. Dann hat man solche pastellfarbenen, ja,
Geschichten und das kommt dann auf den ungeschrühten Ton. Wenn man die Farbkörper auf geschrühten, dann sollte man die mit einer Glasur, wenn man eine transparente Glasur hat, dann macht man so, hat man eine, nimmt man eine weiße Glasur und mischt das da und malt dann damit, dann hat man so Pastellfarben. Immer probieren, also ganz viel ausprobieren. Hier habe ich so ein paar Probesachen. Ich sehe euch überhaupt gar nicht. Doch, ihr seid alle noch da. Nichts gefragt. Ja, und hier habe ich das mal versucht. Und das sind Botsengoben. Die habe ich bei 1200 Grad gebrannt. Das Gelbe und das Türkis ist gut geworden. Das war pink. Das ist so zu so einem matschgrau-braun irgendwas. Also das mit den pinken Farben ist es sowieso immer so eine Sache. Also bei 200 Grad gebrannt. Ne? Es kommt auch immer darauf an, ob man hoch brennt oder nicht so hoch. Aber da komme ich später noch dazu. So, dann habe ich hier noch von den Dekorfarben. Das ist vielleicht, wenn man anfängt, ganz spannend. Fand ich jedenfalls total spannend. Diesen Farbkasten. Das sieht aus wie so ein alter Tuschkasten. Ich kriege den jetzt gar nicht auf. Wie so ein alter Tuschkasten, den wir früher in der Schule hatten. Und das sind so Näpfchen mit auch, das sind auch Dekorfarben. Die sind halt gepresst zu solchen kleinen Dingen, so Plättchen, die hier reinkommen in diese Näpfe. Und das muss man, genau wie die Schulfarben, mit Wasser und Pinsel schön fester anrühren und dann kann man damit malen. Damit kann man entweder unter eine Glasur malen oder in eine Glasur und das nennt sich dann Majolika. Das ist dieses hier, das kann man, ja, man kann es ganz gut sehen, glaube ich, ne? Ich hoffe, dass es nicht zu dolle blendet, das Licht. So sieht man vielleicht ein bisschen mehr. Da habe ich das geschrühte Teil mit weißer Glasur gestrichen, die Glasur trocknen lassen und dann mit den Dekorfarben drauf gemalt und dann noch die Umrisse hier mit schwarzer, auch Dekorfarbe, also dieselbe Farbe, nur schwarz, nochmal umrandet und dann ganz normal gebrannt. Das kann man wunderschön mit diesen Dekorfarben machen. Also ganz, ganz feine Muster, das kann man hier sehen. Und die verläuft halt nicht, das ist der große Vorteil. Und diese Farbe, die sinkt dann in diese weiße Glasur ein und man braucht also nicht nochmal, das ist ganz glänzend und ganz, es fühlt sich ganz glatt an, braucht nicht nochmal eine transparente Glasur. Das ist die sogenannte Majolika-Technik. Sind wir hier bei den Glasuren. Und bei den Glasuren, da gibt es halt Unterschiede in der Temperatur. Einmal eben den Niedrigbrand, was viele gerade am Anfang machen. Das habe ich auch gemacht, so bei 1030, 1040, 1050 Grad. Das ist wichtig, dass bei dieser Temperatur, da wird der Ton nicht dicht. Egal, ob man Glasur drauf macht oder nicht. Ein Ton ist nicht dicht wegen Glasur, sondern ob der Ton gesintert ist. Das heißt, die Moleküle sind dann so dicht zusammen, dass da kein Wasser mehr, dass er kein Wasser mehr aufnehmen kann. Oder unter 0,2% oder 2%, schlagt mich. So, und wenn man also Tassen oder so Gebrauchskeramik macht, sollte man sie möglichst nicht im Niedrigbrand machen, sondern man sollte sie höher brennen. Es ist aus hygienischen Gründen einfach besser und wenn ihr Sachen verkaufen sollt, müsst ihr sowieso darauf achten, aber auch wenn ihr sie so selber benutzt und verschenken wollt oder so. Also für Deko-Sachen auf jeden Fall. Und es gibt aber einmal Glasuren, die kann man auch höher brennen und zum Zweiten gibt es die Möglichkeit, einen niedrig sinternden Ton zu verwenden. Da gibt es, glaube ich, von Wittgart die Nummer 19, glaube ich. Der sintert schon bei unter 1100 Grad. Und da könnt ihr dann eure normalen, diese Glasuren nehmen. Ich glaube, bei 1080, 1090 Grad. Das halten diese Glasuren auch gut aus. Und dann habt ihr das Problem auch nicht, dass es nicht dicht ist. So. Ich mache aber, also ich brenne mittlerweile bei 1200 Grad, wenn ich was für einen Garten machen möchte, also so meine Vogelhaus, meine Vogeldächer und solche Geschichten, die also auch im Winter draußen bleiben sollen, die brenne ich auch noch mal ein bisschen höher, so bei 1030, 1040, 2000, nee, 1000,
230-1240 Grad. Das ist, entspricht Kohn 5 oder 6. Das steht manchmal auf den Glasuren drauf. Das ist der englische, die englische Bezeichnung für bestimmte Temperaturen, bei denen man brennt. So, also einmal haben wir diese Maiko Stroke and Coat Glasuren. Die gibt es, ja, die kommen aus diesen Keramikläden, glaube ich. Also da sieht man die ganz viel, wo man so Keramik bemalen kann. Die sind normalerweise für den Niedrigbrand, aber hier steht auch immer an der Seite für eine bestimmte, steht hier immer noch eine Anmerkung, wenn man das höher brennt. Hier steht Mid-Range Color Results, manchmal steht auch Results Cone 6 und dann steht hier No Change. Das bedeutet, diese Farbe verändert sich nicht, wenn wir sie bei 1200 und noch ein bisschen Grad brennen. Hallo Kiki, guten Abend. Ich grüße dich. Also diese hier, das gibt es unterschiedlich, es steht immer hier drauf. Manche werden ein bisschen heller. Es gibt welche gerade so Pinktöne, die verbrennen leider völlig. Also da sieht man dann von der Farbe kaum noch was. Aber ja, es gibt auch immer noch Möglichkeiten, wie man das machen kann. Also dieses hier zum Beispiel, Candy Apple Red, so ein leuchtendes Rot. Wenn man das mit Weiß mischt, dann hat man auch ein schönes Pink. Also geht auch. So. Das sind die. Und das finde ich immer so toll. Die gehen halt für alle Temperaturbereiche. Also auch wenn man was mal nicht so heiß brennen will, dann kann man die auch nehmen. Dann habe ich jetzt hier, ich gehe einfach mal hier weiter. Das sind Maiko Stoneware Glazes. Das sind meine liebsten transparenten oder so halbtransparenten Glasuren. Die sind durchscheinend. Also die sind farbig, aber so halbtransparent. Das heißt, wenn man irgendwie was, ja, eine Struktur im Ton hat, dann setzt sich diese Farbe in diese Strukturen rein und hebt das dann hervor. Und ich liebe diese Glasuren. Die sind wunderbar. Ich habe Maiko unten unter dem Video verlinkt. Müsst ihr mal gucken. So. Das ist hier, hier habe ich auch so ein Teil, da habe ich, bei manchen habe ich immer so Testplättchen, aber für die Maiko habe ich jetzt keine. Also dieses hier, dieses tolle Blau, das ist von Maiko eine Glasur. Das Türkis, das heißt Turquoise und das hier heißt, weiß ich nicht, irgendwas mit Blue. Das sind diese tollen, transparenten, halbtransparenten Glasuren hier drauf. Und dann habe ich, was ich hier oben auf dem Rand, sieht man dieses Glitzern, das glitzert so ein bisschen. Das ist eine Redox-Glasur, Redox-Farbe. Das ist nicht wirklich eine Glasur. Das ist eine Anlauffarbe. Ich kann das gar nicht so weiter. Das habe ich von Grote, gibt es aber auch woanders. Also müsst ihr mal googeln nach Redox-Glasuren oder ich suche auch noch mal was raus und verlinke euch das auch. Hier habe ich so ein Testplättchen oben drauf. Das kann man total toll mischen. Das ist ja, macht so ein tolles Herbst-Winter-Weihnachtsbraun mit Glitzer halt drauf. Finde ich super schön. Und diese Redox-Anlauffarben, die kann man einmal von hoch bis von niedrig bis hoch brennen. Und man kann sie auch auf den ungesprühten Ton, also vor dem ersten Brand auch, kann man die auch auftragen. Das habe ich noch gar nicht probiert. Das ist ursprünglich aus der Dachziegelproduktion irgendwie. So, ich habe mich auch erkundigt wegen Lebensmittel echt. Also da hatte ich mal eine Diskussion, aber da sagte jemand, nee, die sei nicht Lebensmittel echt. Das stimmt so nicht ganz. Sie ist lebensmittelsicher, aber wenn Säure dran kommt, dann würde das die Säure würde das angreifen. Das heißt, wenn ihr also irgendwelche Tassen damit nehmt und dann in die Tassen innen glasiert oder Schalen, wo dann was reinkommt, wo vielleicht irgendwie ein Salat mit Essig oder was weiß ich oder Zitrone im Tee, könnte das angreifen, dann solltet ihr über die Redox-Glasur nochmal eine transparente Glasur geben, dann passiert nichts. Lebensmittelsicher, also dass man gesundheitsschädlich sind, die nicht, auf keinen Fall. So,
Ganz viel Gesabbel, aber es ist, ich denke, es ist ganz spannend, mal ein bisschen zu wissen. Dann haben wir hier noch von Botz die Proglasuren, die liebe ich. Die sind relativ neu und die sind auch von 1020 bis 1280 Grad. Also ganz ja, universal einzusetzen, also ob man niedrig oder hoch brennt, egal. Und diese Glasuren, die werden, je höher man sie brennt, umso transparenter werden die. Und da gibt es, ich habe das jetzt nicht hier, weil es so eine Riesenpackung ist, das Aquamarin ist wunderschön. Und ich habe hier das Rubinrot. Ich hatte das allerdings ein bisschen mit Pink gemischt. So, mal sehen, kann man das sehen? So ein kleines bisschen gebrochen, also nicht ganz. Es ist noch ein bisschen intensiver rot, fast wie der Deckel. So, also diese Glasuren, die Botz Pro, das ist so eine neue Reihe von Botz, also relativ neu. Die gibt es in tollen Farbtönen. So, dann habe ich hier noch die Amaco Saladin Glazes. Das sind für den Hochbrand, also Midrange, also 5, Kohn 5, 5 to 6. Das ist ungefähr so um die 1200 bis 1230 Grad. Wenn man sie höher brennt, verblassen die sehr. Und das sind auch solche halbtransparenten Glasuren. Das hat auch wunderschöne Farbtöne. Die gab es lange Zeit hier in Deutschland überhaupt nicht zu kaufen. Jetzt gibt es die bei Andrea Wollbrink. Habe ich auch unten, glaube ich, verlinkt. Zumindest die Hauptseite von ihr. So, dies hier wollte ich euch zeigen. Oh, das ist nochmal eine Maiko. Eine schwarze und die benutze ich auch manchmal zum Patinieren. Da kommen wir gleich noch zu. Habe ich noch was? Ja, ich wollte euch die noch zeigen. Das ist von Karl Jäger. Karl Jäger hat Glasuren, die sind sehr viel günstiger. Also diese Glasuren sind super teuer, finde ich. Die von Maiko, naja, geht auch. Und Botz finde ich nicht so teuer, das geht. Die sind manchmal nicht so schön zum Auftragen, die Botz-Glasuren. Und dann haben wir aber die von Karl Jäger. Die sind recht günstig und er hat auch tolle Farben dabei. Die Auswahl ist vielleicht nicht so riesig groß, aber ich habe da auch ein paar schöne Glasuren dabei. Und hier habe ich das Spanischrot. Das ist so ein klasse, leuchtendes, glänzendes, richtig tolles Weihnachtsrot auch. Also das mag ich unheimlich gerne. Das wollte ich eigentlich heute auch für die Pilze nehmen. Ich muss mal sehen, ich weiß gar nicht, ob ich da noch zukomme, das zu glasieren. Also ich will Fliegenpilze glasieren und da wollte ich dieses Rot dazu nehmen. Also Jägerglasuren sind auch toll. Und da gibt es auch ganz viele Dekorfarben und ich glaube, auch den Kasten bekommt man da. Und Farbkörper, also diese, was ich euch vorhin gezeigt habe. So, und dann habe ich hier noch mein kleines Mini-Fläschchen. Da ist Eisenoxid, also das ist jetzt überhaupt gar keine Glasur mehr, sondern das ist Eisenoxid in Wasser gelöst. Übrigens auch bei Jäger gekauft. Das habe ich mir in so ein kleines Fläschchen. Das brauche ich gleich zum Patinieren von meiner Keramik. Da kann man also dieses hier nehmen. Eisenoxid ist ja eigentlich Rost. Ja, ist eigentlich Rost. Und das gibt es also in Pulverform und das gibt es einmal in Rot und in Schwarz. Ich habe hier das Schwarze, das bleibt aber nicht schwarz, sondern das wird eigentlich eher so dunkelbraun. Jetzt brauche ich erstmal meine Handschuhe. Das sollte man machen, weil dieses Eisenoxid, das färbt schön, das färbt auch schön die Finger und Fingernägel. Ich wollte euch noch zeigen, wenn man jetzt... Augenblick. Ich kann es euch hieran zeigen. Nee, an der Tasse ist es besser. So. Ich habe hier eine geschrühte Tasse. Ich danke euch. Gerne, gerne. So, die ist geschrüht und jetzt gucke ich mal, kommt also aus dem Ofen und jetzt gucke ich mir die erstmal an. Wie sieht die denn aus? Ist denn hier alles in Ordnung? Und ich gucke nicht nur mit den Augen, sondern ich gucke auch mit den Händen. Habe ich hier irgendwelche rauen Stellen oder irgendwelche? Hier ist zum Beispiel so ein kleiner Fleck. Und da brauche ich dann, jetzt finde ich es nicht, mir extra alles zurechtgelegt. Faltet aus. Gleich habe ich es. So, zack.
zwei Dinge. Das eine, was ihr braucht, ist ein bisschen wasserfestes Schmirgelpapier. Und das andere, was ihr gebrauchen könnt, ist so eine Feile. Die ist von XIEM, Siem Tools. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich habe noch nicht gefunden, wo ich die bestellt habe. Wenn ich es gefunden habe, verlinke ich euch das. Bei irgendeinem Keramikhändler, ich weiß es nicht mehr. Und da kann man super toll feilen. Und zwar, ihr müsst aufpassen. Also es ist grundsätzlich, wenn ihr Ton oder Glasuren habt und habt dabei ein bisschen Staub, der sich entwickelt, dann solltet ihr entweder eine Staubmaske tragen oder verhindern, dass der Staub durch die Luft fliegt oder überhaupt erstmal fliegen kann. Und ich nehme hierfür einfach eine Schale mit Wasser, tauche das hier ein und kann dann die Sachen ein bisschen schmirgeln. Also so ganz feine Sachen kann man einfach nur mit einem Schmirgelpapier abschmirgeln. Hier hatte ich so einen kleinen so. Und am Griff, also man sollte immer schön fühlen. Normalerweise macht ihr das ohne Handschuhe. Ich hatte sie jetzt schon angezogen. Aber man kann auch mit diesen Handschuhen ganz gut fühlen, dass es schön weich ist und dass man, ja, dass man ein schönes Handgefühl hat einfach. Auch hier mal gucken. An diesen Stellen muss man natürlich immer aufpassen, so wo viel Tonschläger ist und so, dass man den nicht wieder runterreibt. Aber so ein ganz kleines bisschen. Nur so die Stellen. Ja. Das fühlt sich ganz gut an. Und wenn man so ein bisschen grobere Stellen hat, die man abfeilen möchte, dann kann man das mit dieser Feile, die kann man auch ins Wasser tun, ist auch wasserfest. Und kann dann hier auch so einen wunderbar glatten Boden feilen nochmal. Ich mache das immer schon nach dem Drehen und Abdrehen, dass man schon, aber trotzdem ist es manchmal so ein bisschen rau und da kriegt man so eine wunderschön glatte Geschichte hier. Hier ist auch noch so ein bisschen was. So, wenn ich das fertig habe, das mache ich also ganz gründlich. Auch denn vor allen Dingen diesen Rand hier, wo man trinkt und wo der Mund dran kommt, dass sich das schön anfühlt, ist ganz wichtig. Und dann nehme ich einen Schwamm, mache den nur ein bisschen feucht und wasche das alles. Wische das ja auch innen drin. Auch da habe ich zwar nicht gefeilt, aber trotzdem kann da so ein bisschen mal so ein bisschen Staub oder irgendwelche Partikel reinfallen oder vom Ofentrennmittel, die so im Ofen rumschwirren, kann alles passieren. Und das kann alles Glasurfehler ergeben. Also alles an Staub und irgendwelchen Sachen, die so rumfliegen, können euch Glasurfehler geben. Und dann wundert man sich, warum habe ich jetzt hier so ein Löchlein in der Glasur, und das kann manchmal durch solche Sachen einfach kommen. Kann, muss nicht, aber kann. So, und dann mache ich das alles, wische ich das alles einmal schön ab und lasse das gut trocknen. Ich drehe es dann mal, stelle es meistens so hin und lasse das erstmal trocknen. So, das erstmal so, das mache ich erstmal mit all meinen Sachen, die ich aus dem Ofen geholt habe. Und dann gucke ich mal, die Sachen außer den Sachen, die patiniert werden sollen. Das heißt, wo also in den Strukturen, zum Beispiel hier habe ich schon eins fertig, wo in den Strukturen ein bisschen Farbe, ein bisschen dunkle Patina sein soll. Das habe ich mit diesem schwarzen Eisenoxid patiniert. Das wird nach dem Brennen nicht mehr schwarz oder grau sein, sondern so braun. Oh, super, Luise, danke. Das ist ja prima. Dann werde ich mal gucken. Dann packe ich einen Link da unten drunter nochmal ins Video zu Kraft. So, also diese Teile hier, dieses habe ich schon fertig gemacht. Und dann macht es natürlich keinen Sinn, das jetzt sauber abzuwischen, weil nach dem Patinieren, die Patina muss man auch wieder abwischen. Von daher macht das dann noch keinen Sinn. Nur die Sachen, die eben gar nicht patiniert werden, dies zum Beispiel wird es nicht. Das stelle ich auch mal weg, weil alles, was dieses Eisenoxid nicht haben soll, das sollte man tunlichst außer Reichweite oder Spritzweite stellen.
So, und jetzt habe ich mir das in so ein kleines Fläschchen. Ich hatte die Fläschchen, ich glaube, ich habe sie nochmal verlinkt oder hatte ich schon mal. Das sind so Kleberfläschchen. Also eigentlich ist das für Klebstoff oder was, der Geier, was immer. Und die sind ganz toll. Da kann man, das ist nur ganz feine. Also Tonschläger kriegt man hier nicht durch. Da gibt es andere Fläschchen. Aber so feine Sachen kann man hier ganz prima mitmachen. Und ich habe jetzt einfach mal einen Pilz. Den habe ich schon, ein bisschen abgeschliffen, da habe ich schon geguckt. Und dann kommt da jetzt, hier soll jetzt in diese Strukturen, das kann man wieder, so kann man es glaube ich sehen, ne? Also in diese Strukturen, die sollen jetzt dunkel werden. Und dafür brauche ich das. Und es ist wichtig, man muss es immer ganz gut schütteln, weil dieses Eisenoxid, das setzt sich sofort unten ab. So, und dann kann ich das einfach hier drauf drücken und ein bisschen drücken. Guck mal, das ist das nicht irre? Wie sich das, kann man das sehen? Ja. Wie sich das hier verteilt in diese Rillen. Das geht super klasse. Da braucht man auch keinen Pinsel und es geht ganz schnell und man hat gar nicht so viel daneben. Wenn ihr das hier drauf habt, Dankeschön. Dann wartet ihr einen Moment, bis das ein bisschen angetrocknet ist. Das habe ich hier bei diesem hier schon gemacht. Und dann nehme ich einen leicht feuchten Schwamm, also nicht zu nass, und wische hier einfach das, was hier oben drüber ist, ab. So. Und das, was jetzt hier so grau erscheint, das ist nachher so ein bisschen bräunlich Natur. Das sieht immer ganz hübsch aus, finde ich. So, und hier kommt jetzt noch ein bisschen was Weißes drüber. Aber nur so, dass es oben drauf liegt, mache ich euch gleich noch vor. Und das oben wird rot. Das ist so ein kleiner Fliegenpilz wird. So. Das ist schon fast trocken. Da kann man, hier braucht man kaum was wegwischen. Das ist wirklich eben so schnell, diesen Fläschchen. Das geht 100-mal besser als mit dem Pinsel oder Tauchen oder irgendwas. Du nimmst Manganspinell. Jo, das kann man auch nehmen. Ich weiß gar nicht, wird das... Ich habe manchmal so ein Problem mit dem Manganspinell, dass das unter transparenter Glasur verschwindet. Also ich habe so eine transparente Tauchglasur und wenn ich Manganspinell nehme, dann ist das weg nach dem Brand. Ich weiß nicht, also es liegt wahrscheinlich an der Glasur, nehme ich mal an. Okay, so, das ist das eine. Und schon hat man patiniert. Man kann das auch in, ich habe so einen großen Eimer, da habe ich ganz viel von dem Eisenoxid angerührt und da habe ich es drin und da tauche ich das manchmal rein, aber ich glaube, das geht so einfach. Also ich habe das erste Mal heute mit diesem Fläschchen gemacht. Ich finde das viel einfacher. Und da muss man nicht so viel wischen. Das geht echt super. So. Dann das nächste, was ich euch zeigen wollte, ist jetzt, ich mache das alles mal an diesen kleinen Teilchen hier. Dafür braucht es auch gar nicht so furchtbar trocken sein. Also wenn man jetzt so große Teile hat und möchte die glasieren, so ganz einmal ganz über, dann sollte man das, wenn man das hier so abgewischt hat, ein bisschen trocknen lassen. Und ich habe Sachen, wenn ich sie getaucht habe in dieses Eisenoxid, dann habe ich sie sogar richtig in Wasser eingetaucht und abgewaschen. Und dann mussten sie mindestens einen Tag trocknen, weil der Ton dann so viel Wasser aufsaugt, dass die Glasur dann nicht so gut hält. So, jetzt wollte ich euch zeigen, bei dem hier wollte ich das zeigen. Und zwar habe ich mir jetzt ein bisschen von den Unterglasuren, und zwar von diesen hier, von Maiko, genommen. Und zwar habe ich mir da genommen, einmal das Gelb, Squash Yellow heißt das. Dann das Flammenrot. Das hatte ich vorhin gezeigt. Das Apfelgrün. Jo. Und ein
gar nicht das Türkis. Und ein Orange. Das heißt nur Orange. Und das habe ich mir jetzt hier auf ein Tellerchen gemacht. Da braucht man nur ganz, ganz wenig. Also das ist schon für das, was ich vorhabe, viel zu viel. Aber ich will noch ein paar Blätter mehr glasieren. Und jetzt mache ich meinen Pinsel schön nass und verdünne das jetzt hier. Ich habe das so erstmal rausgenommen, wie das in dem Döschen drin war. Und es war sehr, sehr fest und dick. Und jetzt mache ich einfach nur so ein bisschen von diesen Farben hier. Das kann sich auch gerne schon hier so ein bisschen mischen. Ich mache das hier überall drauf. So, und dadurch, dass ich das so stark verdünnt habe, setzt sich das jetzt auch in die Vertiefungen rein. Und ich brauche das gar nicht abwischen, sondern ich kann das so lassen, wie es ist. Und da kommt dann einfach, und das kann ich hier auch auf die Seite machen, an die Seite. Und ich kann es sogar auch auf die Rückseite machen. Das ist immer das ganz Gute. Na, das muss ich erst ein bisschen mischen hier. So. Ich kann das auf die Rückseite machen und kann das nachher so in den Ofen legen, weil nämlich diese Unterglasur nicht festhaftet auf der Ofenplatte. Das ist so ein ganz guter Trick, wenn man auch so Teilchen hat, wo man halt die Rückseite, man möchte es nicht alles aufhängen und hat auch nicht so viel Platz oder nicht so viele Möglichkeiten, das immer aufzuhängen im Ofen, wenn man dann die Rückseite einfach mit einer Unterglasur nur glasiert. Hier kommt auch noch ein bisschen andere Farbe dazu. Und dann hat man die Rückseite auch ganz hübsch. Und hier auf die Vorderseite mache ich dann immer so ein bisschen transparente Glasur noch drüber. Aber auf die Rückseite nicht. Das kann man dann so lassen. Und wenn man möchte, könnte man auch jetzt so ein bisschen braun machen. Aber ich finde das ganz hübsch, wenn das so ein bisschen bunter ist. So herbstlaubmäßig. Das hier ist jetzt mein Blättchen. Und jetzt zeige ich euch noch meinen Pilz. Der ist jetzt ganz trocken. Und ich nehme die Glasur, auch so wie sie ist, und tupfe sie hier mal so ein bisschen ab und nehme meinen trockenen Schwamm und mache mir das hier drauf, dass wirklich nur so ein ganz bisschen drauf ist auf dem Pinsel. Und dann gehe ich mit einem flachen Pinsel hier so drüber. Und dann ist die Farbe nur auf den Erhöhungen, also nicht in den Vertiefungen. Macht das Sinn? Ja, ich glaube schon. Das heißt, das Dunkle bleibt. Und da gehe ich dann mal ganz vorsichtig, da darf man nicht zu viel nehmen, weil sonst setzt es sich doch in die Vertiefungen rein. Und ganz flach halte ich den Pinsel und habe nur ganz wenig drauf und gehe dann lieber öfter mal drüber. So. Wenn man jetzt Porzellan hätte, dann wäre das ja von sich aus schon weiß, dann bräuchte man das hier nicht machen, aber ich habe ja Steinzeugton und der wird ja ein bisschen cremefarben beim Brennen und ich hätte das gerne so ein bisschen weiß, wie halt so Fliegenpilze am Stamm sind. Heißt das eigentlich Stamm bei Pilzen? So, das soll mir reichen. So sieht das jetzt aus. Das weiß kann man, doch man kann es ganz gut erkennen. Und jetzt kommt mein tolles Knallerot. Das Spanischrot. Ich muss erstmal hier ein bisschen Platz schaffen. Fertigglasuren, die sollte man immer schön aufrühren. Das geht super mit den Essstäbchen.
Da setze ich immer unten. Auch wenn die Jägerglasuren ganz gut eingestellt sind, dass sie sich nicht so dolle absetzen. Aber ein bisschen setze ich halt immer noch ab und man sollte es möglichst gleichmäßig haben. Sonst deckt es dann nachher nicht richtig, wenn man das will. So. Das sieht gut aus. Okay. Und jetzt kann ich einfach hier die rote Glasur draufsetzen. Der Unterschied auch noch an Glasuren und Unterglasuren ist, dass Glasuren, die schmelzen, da sind halt Glaspartikel und die schmelzen dann zu einer glatten Oberfläche zusammen. Und die, ja, die schmelzen halt auch aus und haben nicht so eine feste, Grenze. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Und die Unterglasuren oder Dekorfarben oder was man auch immer nimmt, die schmelzen nicht. Die werden fest, aber die schmelzen nicht. Das bedeutet, die Konturen, was immer man damit malt, Entschuldigung, was immer man damit malt, das verläuft nicht so. Wenn man mit Glasuren irgendwas malt, das habe ich am Anfang immer gemacht, dann habe ich Pünktchen draufgesetzt und ganz feine Sachen und dann war hinterher alles verschmolzen und ein Brei. Ich war fürchterlich enttäuscht. So, und man sollte von den Farben immer so drei Schichten immer warten, bis der Schimmer weg ist, wenn es nicht mehr, also dass es nicht mehr feucht ist und dann die nächste Schicht auftragen. Ich mache das hier auch ganz am Rand, bis hier oben hin. Und jetzt müsste man eigentlich warten, um die dritte Schicht aufzutragen. Und da habe ich immer keine Lust. Und dann kann man mit einem Föhn, geht ein normaler Föhn, aber ich habe so einen Heißluftföhn. Ich muss mal gucken, dass ich das Kabel hier rauskriege. Dunkin-Glasuren, ja, genau. Ja, Luise, wie hoch brennst du denn die Dunkin-Glasuren? Brennst du die hoch oder nur niedrig? Weil das kommt ein bisschen auch drauf an, bei welcher Temperatur. Je höher die Temperatur, desto mehr schmilzt. Aber es gibt auch von Dunkin unterschiedlichste Glasuren. Also manche sind auch so, ja, so dekorfarbenmäßige Geschichten. 1050. Mhm. Ja. So, jetzt habe ich drei Schichten hier drauf. Warte wieder, bis die trocken ist. Und während ich warte, dass die trocknet, hoch, hier ist mir was ins Weiß gibt. Während ich warte, dass die trocknet, hole ich mir hier aus meiner Schatzkiste nochmal weiße Unterglasur. Das hier ist die weiße Unterglasur, dieselbe, die ich hier unten drauf gemacht habe. Man kann nämlich mit der Unterglasur auf die Glasur gehen. Und jetzt, ich muss mir das erstmal so ein bisschen aufschütteln, weil ich nämlich jetzt gerne möchte, also wenn ich jetzt hier weiße Glasur Tupfen drauf machen würde und würde die bei 1200, wo ich sie eben brenne, brennen, dann würden diese weißen Tupfen sehr stark verlaufen und diese Unterglasuren halt nicht so doll. So, jetzt ist es trocken und jetzt setze ich hier meine weißen Pünktchen drauf. Hier oben noch einen dicken. Die bleiben dann nämlich schön. So. Und voilà, ein kleiner Fliegenpelz. Und das muss ich jetzt noch 20 Mal machen. Und jetzt, das lasse ich so. Ich werde auch hier unten das nicht
transparent lasieren. Ich finde das ganz schön, wenn das matt ist. Und hier oben ist es dann das Weiß, das Rot ist dann glänzend. Die Punkte sinken ein bisschen ein. Das glänzt dann auch noch. Also das funktioniert ganz gut. So. Immer wieder hier kann man, also das sind diese kleinen Fläschchen mit den verschiedenen Tipps drauf. Da war eine Frage. Wie lange müssen die Glasurfarben trocknen, bis man dann brennen kann? Morgen will ich das allererste Mal brennen. Oh, das glaube ich, dass du aufgeregt bist. Du brennst niedrig. Ja, also ich lasse die Farben meistens über Nacht trocknen. Und dann stelle ich sie am nächsten Tag rein. Also ich denke, das macht sicher Sinn. Und wenn man jetzt mal keine Zeit hat und braucht die Sachen ganz dringend, die Glasur sollte trocken sein. Ja, und wenn man viel mit Wasser gearbeitet hat, also wirklich viel Wasser in dem Ton auch drin ist, dann das ist die Glasur außen trocken, aber innen drin ist immer noch ganz viel Feuchtigkeit. Und das kann dann auch diese Nadelstichfehler in der Glasur verursachen. Also ich denke auch immer ordentlich lange trocken lassen. Und manchmal, wenn ich keine Zeit habe, so, das wollte ich noch sagen, dann mache ich den Ofen, stelle ich ihn auf, was weiß ich, 100 Grad ein oder so. Und lasse den Ofen ein bisschen, also mache da einen kleinen Abstandhalter zwischen Ofen und Deckel, dass er also ein bisschen abziehen kann und lasse das erstmal so 2, 3, 4 Stunden bei 100 Grad. Dann wird es warm und die Feuchtigkeit kann noch besser verdunsten. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen was Neues erzählen und ihr habt was davon gehabt. Ich werde jetzt hier sehen, dass ich noch so ein bisschen meine Sachen glasiert kriege und patiniert kriege und dass mein Ofen auch bald brennen kann. Ja, wir hören voneinander. Bleibt mir gewogen. Vielleicht sehen wir uns nächste Woche wieder. Selbe Ort, selbe Zeit. Ich wünsche euch einen tollen Abend, schönes Wochenende. Macht's euch hübsch. Bis bald.